Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um einen Mord aus Neuseeland. Das Opfer ist Kirsty Marianne Bentley. Sie war ein Teenager, der in Ashburton, Neuseeland lebte und am Nachmittag des 31. September 1998 verschwand, als sie mit dem Hund ihrer Familie spazieren ging. Nach einer mehrwöchigen Suche wurde ihre Leiche etwa 40 Kilometer entfernt in dichtem Gestrüpp gefunden. Die neuseeländische Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Und der Fall ist nach wie vor einer der bekanntesten ungelösten Fälle in Neuseeland. Kirsty Marianne Bentley wurde am 18. Januar 1983 im Christchurch Women's Hospital geboren. Sie war das zweite Kind ihrer Eltern Jill und Sidney Bentley und hatte einen älteren Bruder mit dem Namen John. Kirsty war nach allem, was man hört, ein ganz normaler Teenager. Ihre Mutter beschrieb sie als lebhaft, ehrlich und mitfühlend. Sie war selbstbewusst und direkt im Umgang mit Menschen, die sie kannte, konnte aber schüchtern und zurückhaltend sein, wenn sie sie nicht kannte. Kirsty hatte eine ausgeprägte kreative Ader, die sie durch Schauspielunterricht und Poesie zum Ausdruck brachte. Sie besuchte das Ashburton College und war in der Schule sehr beliebt und hatte einen engen Freundeskreis. Vor kurzem hatte sie begonnen, sich mit einem Jungen aus einer ihrer Klassen zu verabreden. Am Tag ihres Verschwindens traf sich Kirsty am 31. September 1998 gegen 10.30 Uhr mit einem Freund in der Bibliothek von Ashburton. Nachdem sie eingekauft hatte, aßen sie gegen Mittag bei McDonald's zu Mittag. Kirsty wurde gegen 14.30 Uhr von der Schwester ihrer Freundin zu Hause abgesetzt. Nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war, erzählte ihr Bruder John ihr, dass ihr Freund angerufen und eine Nachricht hinterlassen hatte, in der er sie bat, ihn zurückzurufen. Aus den Telefonaufzeichnungen geht hervor, dass sie ihren Freund um 14.38 Uhr anrief. Aber er war nicht da, also hinterließ sie ihm eine Nachricht, bitte, sie zurückzurufen. Von hier aus beschloss Kirsty offenbar, mit dem schwarzen Labrador der Familie Abby spazieren zu gehen. Das war für Kirsty nicht ungewöhnlich, denn sie ging oft mit dem Hund spazieren, um sich die Zeit zu vertreiben. John hörte nicht, wie sie das Haus verließ. Ein Nachbar sah sie um 15.05 Uhr mit dem Hund an seinem Haus vorbeigehen. Aber ab diesem Zeitpunkt lässt sich der genaue zeitliche Ablauf des Geschehens nicht mehr eindeutig feststellen. Kirstys Freund rief um 16.30 Uhr zurück und zu diesem Zeitpunkt bemerkte John, dass seine Schwester immer noch abwesend war. Als seine Mutter Jill gegen 17.15 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, sagte er ihr sofort, dass Kirsty nicht nach Hause gekommen war. Nachdem sie Kirstys Freund angerufen hatte, um sich bestätigen zu lassen, dass er nicht wisse, wo Kirsty sei, begann Jill mit der Suche, indem sie die Strecke, die Kirsty normalerweise zum Ashburton River hinunterging, ablief. Aber sie wurde immer unruhiger und beschloss bald umzukehren. Nachdem sie zum Haus zurückgekehrt war, vereinbarten sie und John, mit einer weiteren Suche bis 18 Uhr zu warten, für den Fall, dass Kirsty von selbst nach Hause käme. John brach kurz vor 18 Uhr auf, um den Hundespazierweg abzusuchen. Und kurz darauf kehrte Kirstys Vater Sid nach Hause zurück. Als er erfuhr, dass Kirsty vermisst wurde, verständigte er sofort die Polizei. Nachdem die Polizei eingeschaltet wurde, wurde die Suche im Laufe des Abends immer intensiver. Und eine Mischung aus Polizeibeamten, Familienmitgliedern und Freunden durchkämmte die Gegend auf der Suche nach Kirsty. Diese erste Suche dauerte die ganze Nacht hindurch an. Es wurde nichts gefunden. Die offiziellen Such- und Rettungsaktionen begannen am nächsten Tag um 8 Uhr morgens. Gegen 10 Uhr wurde der Hund der Familie, Abby, an einem Baum angebunden, in einem dicht belaubten Gebiet nähe dem Ashburton River, in der Nähe des Rob Billiard Parks gefunden. Das Gebiet war in der Nacht zuvor abgesucht worden, aber der Hund war zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden worden. Aufgrund des dichten Laubes ist es möglich, dass er bei der Suche übersehen wurde. Der Hund war mit einer Leine desselben Typs, die der Familie gehörte,
an einen Baum gebunden, aufgefunden worden, obwohl die Familie zunächst glaubte, die Leine gehöre nicht ihr. In der Nähe wurden zwei Kleidungsstücke, Unterwäsche und Boxershorts gefunden. Später wurde bestätigt, dass diese zu Kirsty gehörten. In den folgenden 16 Tagen durchsuchten Polizei und Freiwillige das Ashburton-Gebiet von Canterbury akribisch. Die Suche konzentrierte sich zunächst auf die Gemeinde Ashburton, weitete sich dann aber auf ein viel größeres Gebiet in Canterbury aus. Auch die neuseeländische Armee schickte Truppen aus dem Burnham Military Camp, um bei den Bemühungen zu helfen. Am 17. Januar fanden zwei Männer in der Gegend von Camp Gilley in Rakehare, etwa 40 Kilometer von Ashburton entfernt, eine stark verweste menschliche Leiche, die in einem überwucherten Gebüsch unter einem Kiefernwald lag. Später wurde bestätigt, dass es sich um die Leiche von Kirsty handelte. Die Leiche lag am Fuße einer steilen Böschung, bedeckt mit einer dünnen Schicht aus Zweigen und Blättern. Sie lag in Fötusstellung und war vollständig mit dem bekleidet, was sie zuletzt getragen hatte, mit Ausnahme der Unterwäsche, die zuvor am Ort ihres Verschwindens gefunden worden war. Eine große Pferdekoppel befand sich oben auf einer Böschung über ihr und der Fundort lag in der Nähe des State Highway 72, der Teil der Inland Scenic Route ist. Das Gebiet, in dem sie gefunden wurde, ist bekannt dafür, dass es von illegalen Cannabisbauern genutzt wird. Und die Männer, die sie fanden, waren auf der Suche nach einem Cannabisbeet. Zunächst zögerten sie, die Polizei zu verständigen, beschlossen dann aber, dass der Fund zu wichtig war, um ihn nicht zu melden. Nach dem Fund sperrte die Polizei den Tatort ab und ordnete eine Flugverbotszone über dem Gebiet an, während sie ihre Ermittlungen durchführte. Sie untersuchten den Tatort mehrere Tage lang und nahmen Gipsabdrücke von den Reifenspuren in der Umgebung. Da es Hochsommer war, befand sich Kirstys Leiche in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Sie wurde geborgen und ins Christchurch Hospital gebracht, wo eine Obduktion durchgeführt wurde. Es dauerte 3 Tage, bis die Leiche anhand der zahnärztlichen Aufzeichnung formell identifiziert werden konnte. Kirsty wurde durch stumpfe Gewalteinwirkung auf der rechten Seite ihres Hinterkopfes getötet. Der Schlag oder die Schläge waren so stark, dass ihr Schädel schwer gebrochen wurde. Der Pathologe stellte fest, dass sie kurz nach der Verletzung gestorben wäre. Die Polizei hielt die Todesursache aus betrieblichen Gründen zunächst zurück. Wahrscheinlich meint man damit dann aus ermittlungstechnischen Gründen zurück. Der Pathologe ging davon aus, dass sie kurz nach ihrem Verschwinden getötet wurde und dass es aufgrund der Untersuchung ihres Mageninhaltes und des Zustandes ihres Körpers wahrscheinlich war, dass sie noch in derselben Nacht in der Gegend von Camp Gully abgelegt wurde. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Fahrzeugen, die zu dieser Zeit in der Gegend gesehen worden sein könnten. Sie bat auch Cannabisanbauer, sich zu melden, falls sie etwas gesehen hätten. Diese Aufrufe an die Öffentlichkeit ergaben nichts Brauchbares. Am 25. Januar 1999 fand in der anglikanischen Kirche St. Stephans in Ashburton ein Begräbnis für Kirsty statt. Zwischen 500 und 700 Menschen nahmen daran teil. Kirstys Körper wurde eingeäschert und ihre Asche in einer Stahlurne versiegelt. Die Urne wurde in einem speziell angelegten Gedenkgarten am Haus der Familie beigesetzt. Nach Sids Tod im Jahr 2015 wurde die Asche auf Kirstys Mutter Jill übertragen. Die Medien berichteten ausführlich über den Fall und machten ihn zu einem der bekanntesten ungelösten Verbrechen in der Geschichte Neuseelands. Zu dieser Zeit verfolgten alle großen neuseeländischen Nachrichtenagenturen den Fall aufmerksam. Die Intensität der Berichterstattung war sowohl eine Hilfe als auch ein Hindernis für die Ermittlungen. So gaben die Männer, die die Leiche gefunden hatten, an, Kirstys Mutter in den Abendnachrichten gesehen zu haben, was sie dazu veranlasste, sich zu melden, obwohl sie gerade einer illegalen Tätigkeit nachging, als sie die Leiche fanden. Das Verhältnis zwischen den Medien, der Polizei und der Familie war jedoch zeitweise angespannt. Die Entscheidung der Medien, Berichte zu veröffentlichen, wonach Kirstys Leiche entdeckt worden war, bevor sie offiziell identifiziert worden war,
wurde von der Polizei öffentlich kritisiert. Darüber hinaus äußerte sich die Familie verzweifelt über den Druck, den sie von den Medien in den mehreren Tagen, in denen Kirstys Leiche offiziell nicht identifiziert wurde, erhielt. Die Polizei gab an, dass Hunderte von Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt als Verdächtige in Betracht gezogen wurden. Und eine Liste von mehreren hundert Personen wurde nie offiziell aus den Ermittlungen ausgeschlossen. Zeitweise bestand die Liste der Verdächtigen nur aus 20 Personen. Einige mögliche Verdächtige haben im Zusammenhang mit dem Fall Aufmerksamkeit in den Medien erhalten. In einem frühen Stadium des Falls berichteten die Medien, dass Sid und John, also der Vater und der ältere Bruder, als Verdächtige im Zusammenhang mit Kirstys Verschwinden betrachtet wurden. Beide stritten jegliche Beteiligung ab, obwohl John in Medieninterviews einräumte, dass es nur dem gesunden Menschenverstand entspräche, dass die Polizei sie als Verdächtige in Betracht ziehe. Die Polizei bestätigte später, dass sie bei den Ermittlungen als Verdächtige betrachtet wurden. Die Polizei führte in der Anfangsphase der Ermittlungen eine Tatortuntersuchung im Haus der Familie durch, bei der auch Luminol-Tests durchgeführt wurden. Diese Tests ergaben jedoch nichts, was für die Ermittlungen von Bedeutung gewesen wäre. Sid war nicht in der Lage, ein stichhaltiges Alibi für seinen Aufenthaltsort an diesem Tag zu liefern, also der Vater. Er behauptete zunächst, er sei zu dieser Zeit in Christchurch und Littleton gewesen, behauptete aber später, er habe sich den Kopf an einer Schranktür gestoßen und vergessen, dass er tatsächlich einen Teil dieses Tages in Ashburton gewesen war. Sein genauer Aufenthaltsort zu dieser Zeit bleibt unbekannt. Familienmitglieder haben erklärt, dass sie glauben, dass es Sid peinlich war, zuzugeben, was immer er an diesem Tag getan hat. Aber sie glauben nicht, dass er in irgendwelcher Weise in den Mord verwickelt war. Die Polizei konsultierte später den pensionierten britischen Detective Inspector Chuck Burton, der erklärte, dass seiner Meinung nach der Täter Kirsty gekannt haben und ihr nahe gestanden haben könnte, was auf die Art des Verbrechens und die Art und Weise, wie ihre Leiche in Camp Gully zurückgelassen wurde, zurückzuführen sei. Trotzdem hat die Polizei weder gegen Sid noch gegen John Anklage erhoben, was darauf hindeutet, dass keine stichhaltigen Beweise für ihre Beteiligung gefunden wurden. Im Jahr 2018 bestätigte die Polizei, dass sie nicht glaubt, dass Sid oder John in das Verbrechen verwickelt waren. In den Monaten nach Kirstys Tod bat die Polizei die Öffentlichkeit um Informationen über einen Grünkomer Kleinbus mit dem Kennzeichen EP9 und 3x8, der für die Ermittlungen von Interesse war. Der Kleinbus wurde als ein Modell von 1961 beschrieben, das für die Verwendung als Wohnmobil eingerichtet war und an dessen Vorderseite ein charakteristisches Koma-Emblem angebracht war. Der Wagen war entweder blau oder verblichen blau-grün. Zuletzt war er 1995 bei der NZTA registriert. Diese Art von Transporter wurden damals häufig von Touristen und Driftern benutzt und in vielen Fällen waren diese Fahrzeuge nicht registriert. Der Transporter war selten. Es wird angenommen, dass nur zwei Fahrzeuge, die seiner allgemeinen Beschreibung entsprechen, jemals in Neuseeland waren. Ein erfahrener Mechaniker meldete den Lieferwagen ursprünglich der Polizei, nachdem er ihn um die Zeit von Kirstys Verschwinden in der Gegend gesehen hatte. Aufgrund der Besonderheiten des Lieferwagens und der Erfahrung des Mannes mit solchen Fahrzeugen fiel ihm der Wagen besonders auf und er konnte ihn sehr detailliert beschreiben. Der Lieferwagen wurde in den Wochen vor Kirstys Verschwinden auch von anderen Zeugen in der Gegend von Ashburton gesehen. Und es gab Berichte, dass er auch in der Gegend von Camp Gully gesehen wurde. Die Polizei war der Meinung, dass ein so auffälliges Fahrzeug in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt bleiben konnte und eine Sichtung zu einem Durchbruch in dem Fall führen könnte. Viele Personen meldeten sich bei der Polizei mit möglichen Sichtungen, aber alle wurden als nicht der von der Polizei gesuchten Lieferwagen eingestuft. Aufgrund der Unverwechselbarkeit des Lieferwagens war es für die Polizei sehr einfach, Verwechslung auszuschließen.
Es gab keine weiteren Hinweise auf das Wohnmobil und es wurde nie gefunden. Darüber hinaus verteilte die Polizei Flugblätter mit der Bitte um Informationen über ein Mädchen, das in der Chalmers Avenue in der Nähe des Lieferwagens gesehen worden war. Also in der Nähe der Stelle, an der Kirstie verschwunden war. Das Mädchen war den Molkereibesitzern im Fort Netherby als Kundin bekannt. Trotz dieses Hinweises und wiederholter öffentlicher Aufforderungen durch die Polizei meldete sich das Mädchen nicht. Ihre Identität und ihre Verbindung zu dem verdächtigen Lieferwagen blieben unbekannt. Im März 2017 berichteten die Medien, dass die Polizei untersuchte, ob Russell John Trulli, ein ortsansässiger Mann, der 2014 zwei Mitarbeiter des Ashburton Work and Income Office ermordet hatte, in die Tat verwickelt sein könnte. Trulli war dafür bekannt, dass er in der Gegend von Ashburton, aus der Kirstie verschwand, zeltete. Trulli bestritt aber vehement jede Beteiligung. Im Mai 2018 gab die Polizei bekannt, dass sie Trulli aus den Ermittlungen ausgeschlossen habe. Er hatte einen detaillierten Bericht darüber vorgelegt, wo er zum Zeitpunkt von Kirsties Verschwinden gelebt und gearbeitet hatte. Die Polizei bestätigte, dass er ursprünglich nicht befragt worden war, weil er zu dieser Zeit in Nelson lebte und nicht mehr in Verdacht stand, etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Nach dem Tod von Sid im Jahr 2015 meldete sich eine nicht identifizierte Frau, die ihren Ex-Freund verdächtigte, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Er war bei den ursprünglichen Ermittlungen ein Verdächtiger gewesen und beide waren damals von der Polizei und den Medien im Zusammenhang mit dem Fall befragt worden. Ein Interview mit ihr aus dem Jahr 2015 zufolge hatte ihr Ex-Freund ihr gegenüber in betrunkenem Zustand mehrfach seine Beteiligung zugegeben. Es ist unklar, ob sie sich jemals gemeldet hat, um ihre Aussage bei der Polizei formell zu ändern. Und dann habe ich nochmal einen sehr interessanten Artikel gefunden, der sich auch nochmal ein bisschen damit beschäftigt, ob der Vater und der Bruder bzw. einer von den beiden eventuell der Täter sein könnte. Von Anfang an wurden Fragen zu den Umständen des Mordes an Kirstie aufgeworfen. Einige fragten, warum sie trotz intensiver Suche in der Umgebung nicht früher gefunden worden war. Während andere sich fragten, warum es keine Anzeigen für einen Kampf gab. Die Ermittler vermuteten, dass der Mörder den Tatort stark inszeniert hatte und der eigentliche Todesort des Schulmädchens an einem anderen Ort lag. Also Fundort gleich Tatort. In der Zwischenzeit geriet Kirsties Vater Sid und ihr Bruder John aufgrund von Unstimmigkeiten in ihren Aussagen in Verdacht. Sid sagte ursprünglich, er sei in Christchurch und dann in Littleton gewesen, bevor er nach Hause zurückkehrte, und Kirstie vermisste, was bedeutete, dass er zu weit weg gewesen wäre, um als Verdächtiger in Frage zu kommen. Im Oktober 2000 teilte er der Polizei jedoch mit, dass er sich nicht mehr daran erinnern könne, ob seine Geschichte stimme. Und dass er möglicherweise früher am Tag aus Christchurch zurückgekehrt sei, bevor er mit einer Migräne zum nahegelegenen Waikano Beach ging. Obwohl Sid sein Alibi wieder auf die ursprüngliche Geschichte zurückstellte und auch durch die Auswirkungen von Trauer und Alkoholismus verwirrt war, war der Schaden für seine Glaubwürdigkeit bereits angerichtet. Und eine Wolke des Verdachts hing bis zu seinem Krebstod im Jahr 2015 über ihm. Selbst die Polizei schloss Kirsties enge Familienangehörige nicht als Verdächtige aus und spekulierte, dass Sid an jenem Silvesterabend nach Hause gekommen sein könnte, um festzustellen, dass John seine Schwester irgendwie umgebracht hatte, woraufhin sie gemeinsam die Entführung inszenierten, um sie zu vertuschen. Doch die Beweise, die dagegen sprachen, waren erheblich. Zeugen und Quittungen könnten Sid an diesem Nachmittag in Littleton gesehen haben, wie er ursprünglich behauptete, was ihm keine Zeit gegeben hätte, den Mord zu begehen. Außerdem erzählte John in einem Interview aus dem Jahr 2018, dass die Ermittler eine Woche brauchten, um das Fahrzeug, mit dem Sid angeblich Kirsties Leiche abtransportiert hatte, forensisch zu untersuchen und dass es zu diesem Zeitpunkt zu spät war, um zu bestätigen, dass er die Wahrheit gesagt hatte.
Die Ergebnisse konnten unsere Unschuld nicht beweisen. Hätten sie am Tag ihres Verschwindens getestet, gäbe es keinen Zweifel und wir wären möglicherweise entlastet worden. Es ist kein Fehler ihrerseits, aber es hätte einen großen Einfluss darauf haben können, wie Papa und ich aussahen, fügt er hinzu. Ein Profiler hat sich ebenfalls mit dem Cold Case befasst und erklärte, es sei höchst ungewöhnlich, dass ein Vater die Unterwäsche seiner Tochter entfernt und an einen anderen Ort legt, um einen Todesfall zu vertuschen. Jetzt scheint auch der für den ungeklärten Fall zuständige Detective Inspector Greg Merton von dieser Idee überzeugt zu sein. Er kündigte eine neue Belohnung in Höhe von $100.000 für Informationen an, die zur Überführung von Kirstys Mörder führen, und sagte, dass die Ermittler zu der Theorie neigen, dass sie von einem Fremden vergewaltigt und ermordet wurde, der sich von der Straße zerrte und in ein nahegelegenes Haus brachte, bevor er ihre Leiche in der Schlucht versenkte. Er fügte hinzu, dass eine DNA-Analyse helfen könnte, den Mörder zu ermitteln. Aber neue Beweise deuten darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um einen Cannabisbauer oder Konsumenten handelt, der zu dieser Zeit in der Stadt mit Canterbury lebte. Weiterhin sagte der Detective Inspector, dass die beträchtliche Belohnung für 6 Monate bestehen bleibt und auch Straffreiheit für jeden beinhalten könnte, der sich als Komplize des Haupttäters meldet. Auch nach mehr als 20 Jahren sind wir weiterhin entschlossen, den oder die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Unser oberstes Ziel ist es, Antworten zu finden und der Familie von Kirsty ein Gefühl des Abschlusses zu geben. Irgendjemand da draußen kennt die Wahrheit. Wir fordern sie auf, das Richtige zu tun und sich ehrlich zu melden. So, das war es mit dem Video zu diesem Fall. Vielleicht schaut ja auch jemand zu, der in Neuseeland lebt und kann da vielleicht ein paar weitere Informationen zu dem Fall geben. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall erst einmal fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!